Okay, Leute, es geht weiter. Okay, ich höre dir zu. Super. Aber ich weiß jetzt nicht, wo ich hingehen muss. Aber schon geil gemacht, diese geheime Tür. Und... Ach, den habe ich schon längst analysiert, Mann. Ihr Fetzige, verpisst euch. Okay, weg. Aber Karte, vielleicht sind ja irgendwelche... Ja, einer vor uns. Komm her, du. Und du. Ich mache einfach die Wirbelattacke, das sagt schon alles. Ich gehe jetzt mal wieder zurück, vielleicht finde ich da irgendwas. Nein, Kobold. Diese fetten Kobolde nerven. Grana-Ebene, jetzt zur Stadt. Nein, zu Rouen. Scheiße. Habe ich dein Gesicht schon einmal gesehen? Scheiße, wir können nicht zurück. Hat sie das Blumen? Nein, kann ich nicht. Oder? Geht wohl nicht. Wir müssen wieder zurück. Für die Scheiße. Ich wollte noch Gustav kurz scannen, aber... Geht wohl nicht. Und du, Fettsack, was machst du da? Du bist fett. Okay. Ich glaube, ich mache heute irgendwie 20 Parts. Dieses Spiel macht einfach süchtig. Und was ist das denn? Was ist das? Ist es euer... Ich glaube, das ist deren Kackhaufen. Ihr Kackhaufen? Nein! Apropos, das hat schon alles geklärt. Okay. Kann ich nach unten gehen? Ich kann nach unten gehen. Wieso sind die wieder so? Ich habe da in deren kurz gescannt. Achso, das sind andere. Das sind Pox. Was wird aus dem komplexer Pock? Okay, damit verstärke ich die nur. Da mache ich die wohl mal ein bisschen schwächer hier. Franelle. Geht wohl nicht. Geht auch nicht. Ah, denen könnt ihr das geben. Bisschen Gift. Trinkel der Soldat des Königs, okay. Und das noch etwas. Okay, du bist jetzt ein kränkelnder Schattensoldat, irgendwas. Ritter. Inhalt. Monster. Jetzt mache ich die schwächer. Pock. Das kriege ich. Jetzt bist du ein Pock. Ein normaler Pock. Pock. Waffen. Ich habe jetzt zwei Kupferteile, die verstecke ich jetzt mal in diesem Schwert. Nein. So. Okay. Supi. Und jetzt ist daraus ein... Okay, sonst ist so fast so stark wie meins. Na, ein bisschen. Nur ein bisschen so stark wie meins. Speichern. Zur Sicherheit. Wie immer. Wie immer muss man speichern. Und Karte. Und weg. Und Pock. Wo bist du, Pock? Ach so, die sind wie die anderen. Aha. Okay, die greifen mehr an als die anderen. Okay, Karte. Hier ist wohl eine Sackgasse. Und die Pox hören einfach nicht auf, mich anzugreifen. Wo seid ihr? Ah, kommt her. Du auch. Und du auch. Weg. Und du auch. Komm doch her! Okay, weg. Linda Pock. Dachte zu viel. Okay, was sind das für Gegner? Die werde ich gleich analysieren. Okay. Komm her. Ey, willst du mich jetzt verarschen? Komm her. Jetzt bist du nur ein Greifvogel. Aber schon etwas heftig, diese Monster. Und? Lebst du noch? Okay, nicht mehr.
Okay. Ich untersuche jetzt alles hier. Okay, diese Greifvögel habe ich schon einmal getötet und Code gescannt. Das ist schon richtig. Okay, gerade nach Ebene 10. Wir müssen wohl nach oben. Drei Wegeruinen. Ich habe echt keinen Plan, wo ich jetzt hingehe. Wo gehe ich eigentlich hin? Okay, wir gehen mal jetzt nach links etwas. Gucken mal, wo wir da landen. Okay, wieder am Anfang. Jetzt folgen wir mal den Weg hier. Ich hoffe, ich habe hier nichts vergessen oder so. Und du Greifvogel, was denkst du eigentlich, wer du bist? Okay, da geht's jetzt woanders hin. Oder soll ich mal dahin gehen? Oh, das war wohl richtig. Denke ich jetzt mal. Boah. Wer ist das denn? Okay. Ach, du bist das. Freut mich, dich zu sehen. Warte mal, ich habe keine Zeit, um einfach nur zu plaudern. Ich bin schrecklich in Eile. Wir trennen uns unsere Wege. Verflixt, die kommen immer näher. Hä? Okay, das ist nicht gut. Du solltest auch besser rennen. Das sind Goblins und die sind verdammt stark. Obwohl wir uns gucken. Paar, ein ungewöhnlicher Goblin. Damit werden wir fertig. Aber woher kennt er uns? Okay, töten. Warte, du willst gegen ihn kämpfen? Ich würde das an deiner Stelle nicht tun. Verstehe, du willst vor keinem Kampf fliehen. Du bist aber ganz schön mutig. Ich wünsche, ich wäre auch so. Du hast recht, ich bin auch ein Held. Ich kann nicht einmal davonlaufen. Doch, mit deinem Hut würde ich dir raten. Jetzt komme ich. Okay. Du Weichei. Mensch, so viel zum Thema schwach. Ich bin noch nicht fertig. Ich habe noch einen Ass im Ärmel. Ein was? Himmlische Abrechnung. Oh. Das ist ziemlich abgefahren, oder? Oh nein, ich habe es vergeigt. Dummer Bastard, er ist so dumm. Junge, Junge, aber dieser Manöver war beeindruckend. Wie hieß das? Himmlische Abrechnung? Hey Roxas, da solltest du auch mal versuchen. Komm schon, das wird schon gehen. Ich weiß, dass du es kannst. Oh, unsere Schwerter. Okay, wir... Überrasch deinen Gegner und drücke den A-Knopf für eine himmlische Abrechnung. Schnapp die Gegner von hinten oder während sie angreifen. Werf einen Gegner und drücke X oder Y, um den Kampf zu halten. Gleich attackt mich leider in die abwesende Attackung immer tiefer. Wenn du das Maximum an Treffen erreichst, geht er in die Luft und wie Feuerwerk. So bezwingst erhältst du Gegenstände zur Heilung von... dafür sind wir aber nicht bei Menschen, sondern bei Monstern, okay? Mehr gibt es nicht zu wissen. Okay. Da rastet ja komplett... Du hast jetzt den himmlischen... Du kannst jetzt... okay. Ich habe das nie mal eingesetzt, aber egal. Super, wir haben gewonnen. Nicht wir, ich. Dieser Trottel, was für ein Angeber. Mensch, das war ganz schön knapp. Und zum Glück hatten wir himmlische Abrechnung. Wieso übst du das Manöver nicht und nimmst dann am Turnier teil? Warte mal, es gibt ein himmlische Abrechnung-Turnier? Das ist ein heiliges Ritual, um die Seele der Monster zu reinigen. Was soll's? Was aber weit wichtiger ist, Roxas, das himmlische Abrechnung-Manöver wird dir in Zukunft noch viel nützen. Übe es und lerne es zu beherrschen. Ich wette, du willst wissen, was ich hier zu suchen hatte. Stimmt's? Ich war auf der Suche nach Blumen, die gut zu meinem Hut passen. Das mache ich jeden Tag. Und das, obwohl er so schwach ist. Die jüngste Zunahme an Monstern hat das allerdings etwas erschwert. Aber ich brauche diese Blumen einfach. Sie passen zu einem Helden wie mir. Ach du meine Güte, er ist ein mächtiger Held. Lassen wir ihn einfach und verschwinden. Warte, du bist auf dem Weg zum Wald, aber da wimmelt es nur von Monstern. Und Zwergen, die Menschen hassen. Das klingt doch ganz spaßig. Dann grillen wir doch mal ein was im Freien. Wie du meinst, aber komm nicht angerannt, wenn die Sache unangenehm wird. Macker, muck nicht auf, ich besieg dich in einen Schlag.
Okay. Wo geht's denn da lang? Wo geht's denn da lang? Aha. Und ich höre irgendwelche Bienen. Aha, ich wusste es. Okay, aber hier muss ich die Aufnahme beenden. Mann, meine Sprachfehler, mit Sprachgulasch und alles. Und tschüss.